Hallo und herzlich willkommen zurück bei Moons of Madness. Ja, Moons of Magic würde ich mal sagen. Wegen so einem alten MMO. Und wir sind... Oh, ist das gut? Ist das eine gute Sache? Ist das hier überhaupt alles eine gute Sache? Ich weiß es nicht. Ich stecke fest. Ich schlug soeben fest. Ist das Blut? Ist das gut? Ist das Blut? Ist das la 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 la? Ich frage mich, wo der Strom für die Lampen herkommt. Ist ja überhaupt... Das sind keine... Doch, da sind Lampen drin. Ganz normale Lampen. Es muss ja also Strom geben. Und eventuell geht's hier raus. Hello, little dream. I wonder what you are. All the other little dreams are gone. They imagine and senseless astral thoughts. The filth born into the shades. Just like they were. Just like you, scum. They made such noise, they tried to wake the moons. The moon to burial, but broke the seal. They must never wake. The lullaby must never end. The moon's bend above us. It has all been a brilliant equation. Once you look, it's already too late. It is the contagion of forever. It was always too late. A blue shell, my little dream. Yawn. Das ist also die Mama? Das ist unsere Mama? What? My childhood basement. Der gemiedene Keller, ich sag ja. My childhood basement, ich sag ja, da ist die Mutter verschwunden, nicht vergessen. Ugh. What is that? Da ist Schimmel in den Wänden. Da muss man jemanden rufen. Gemiedener Keller. Hier ein Commodore-Logo, schön. So. Darkroom, lock before opening the door. Hier sollte man vielleicht nicht unbedingt rein. Wir müssen vorher den Strom abschalten. Ganz ehrlich, das ist ein echt großer Keller. Looks like something stuck here. Ein Foto. Okay, wir schauen uns mal weiter um. Dreamer. Haben wir gerade wirklich nur geträumt im... Also vielleicht ist das Wort wörtlich zu nehmen, dass wir nur geträumt haben, auf dem Mars zu sein? Vielleicht waren wir gar nicht auf dem Mars, vielleicht haben wir uns das wirklich nur eingebildet, vielleicht hat die Mutti recht. Steht dann, warte mal, steht ein Autorenname drauf? Ja, Dr. Cynthia Newhart. Das ist die Mutti, Engineering Dimensions. Das ist unsere Mutti, die ja bekannt war und die ja einfach im Keller verschwunden ist. Diese Form, die haben wir gerade gesehen. Auch in der Höhle waren lauter von diesen Formen. Und auch die Wurzeln haben wir gesehen. Und vielleicht haben wir im Keller dann dieses Ding gesehen. Ihr wisst schon, diesen komischen Flatsch. I see light behind the bookcase. Ja, ja, erstmal hier. CB He, same as the second one. Periodic table in laundry room, watch atomic visual. Kohlenstoff, Beryllium, Helium, genau wie beim zweiten. Periodentabelle in Waschküche, Atomstruktur mit BD... abgleichen. Habe ich denn hier irgendwo einen Block? Habe ich? Ich bin sofort wieder da. Da liegt ein Kugelschreiber, aber natürlich so, mit meinem kleinen Bleistift schreibe ich jetzt erstmal auf den Block. Warte. Ich muss umblättern und dann schreibe ich
CB. Ich hätte doch den Kugelschreiber nutzen sollen. So. Der Stift ist so doof einfach. Okay, CBH. Match Atomic with Wohl. Mal gucken. Ich hoffe, das klappt. Same as the second one. Okay. Carbon, Beryllium, Helium. Ah ja, 5, 4, das sind lauter Bücher irgendwie. 2, 6, oh Gott, das war ja lustig. Das nächste Rätsel. Ich gehe wieder zurück, mir rechts. Ob die Mutti halt darin verschwunden ist und läuft einfach ohne Helm über den Mars? Entschuldigung. Natürlich ist die Treppe nach oben zugestellt. Das ist ja ein Zufall. Schade. So, 12, 57, 31, inspizieren. I don't even know what I'm looking at here. Was genau ist das? I wonder if this timestamp is important. Ich füge es mal dem Inventar hinzu. Haben wir dann ein Periodensystem hier irgendwo rumfliegen? Weil ich bin ganz ehrlich, komischerweise weiß ich es nicht auswendig. Tut mir leid, das sagen zu müssen, ich weiß das Periodensystem nicht auswendig. Mache ich mich wahrscheinlich völlig unbeliebt. Weil das heutzutage Minimumvoraussetzung ist. Achso, hier kommen wir wieder hier hin. Okay. Das ist der Baum. Experiment, bla bla, Stage, Active Phase in Progress, was man das ist. Das nochmal. Human Genome. Okay, klar. Wäre schön, wenn hier so ein. Wenn hier so eine Tabelle einfach mal irgendwo rum existieren würde. Ich habe keine Taschenlampe. Wir sind ja immer noch in unserer Wahnvorstellung. Na, guck mal, das Bild hier kommt mir auch sehr bekannt vor. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Schauen. Looks like something stuck here. Ja, ja, das ist mir schon. Ah. A note on the bookshelf had a list of elements. CBHB. Hä? Aber wenn das jetzt. Erstens, warum ist der Schatten von dem Zettel so komisch? Das, als ob der davor schwebt. Und wieso ist denn der Hint hier nochmal? CBHB. Warum ist denn der hier nochmal? Okay. Ich hoffe, es ist dann die 6. Wenn ich das richtig mache, wenn ich das richtig sehe. Ich nehme mal einen normalen Stift. Okay, das ist die 6. War das Beryllium? Beryllium, ja. Nummer 4. Hehehehe Productions, wo sind sie denn? Helium. 2. Und dann noch. 6424. Darmstadium. Und 110, Darmstadium. Wundert, wen wundert das denn? Wenn man Tobi kennt, ist das erste, was man vermutet, das muss wohl 110 sein. So. Darüber können wir nicht, ne? Wir können nicht springen. Da müssen wir auf jeden Fall noch rüber. Wir müssen den Strom noch irgendwie abschalten. Geht wahrscheinlich hinter dem Regal. So. Da. Nein, nicht dahin. Nein, nicht dahin. So. Wir haben aber 6. CBH, same as the second one, ist B. Ne? Deswegen haben wir ja 6424. Match Atomic with Wall. Atomstruktur mit BD abgleichen. Atomstruktur mit BD abgleichen? Mit BD? Mit Band abgleichen. Oder? Volume, Band? Müsste doch eigentlich sein. Aber wieso haben wir denn hier und vor allen Dingen welche Reihenfolge? Das war schon mal falsch. Ich mache irgendwelche gerade.
Ach so, deswegen gucken da 6 Stück raus. Alles klar, okay. 6, 4, 2, 4. Also 6. 4. Komisch gemacht. Ganz komisch gemacht. 2. 4. So. Ganz merkwürdig gemacht. What the fuck? Ja! What is all this? I've never seen this room before. Was Mom really keeping this thing down here? I remember her being an eccentric. Not like this. This? Was? Was? Da steht Radieschen. Okay, ach, ich habe keine Taschenlampe. Ich wollte hier die Fotos ausleuchten und gucken. Ja, die Mutti exzentrisch ist aber ein bisschen untertrieben, oder? Also ich weiß nicht genau, was sie hier gemacht hat. Es sieht eher nach Ritualen aus als nach Wissenschaft. Okay. Flüssige Träume. Ihre flüssigen Träume schmieren den Weg, wie man es auch nennt, Nergals Fäule, die verschlingende Plage, Nullpunkt-Pathogen, Schwarzwurm-Wichse, Schmutz. Die zischende himmlische Syphilis frisst Löcher in die Realität. Man kann diese kreischenden Zonen betreten. Will man sie verlassen, muss man den Riss in der Haut des Raumes finden. Ja, Tftago, ja, Tschak, ja, Tschok. Sieht ein bisschen aus wie Cthulhu da unten. Le Falmaftagen, le Gneiftagen, ja, Adgsun. Die Träumer waren, sind und werden sein. Sie sind Eltern, Brut und Krippe. Sie schlafen im Zwischenraum. Ihre Träume blubbern und fluchen, gebären zitternde Dimensionen, die sich paaren und neue inzestuöse Welten bilden. Nicht Realität, nicht Illusion, Hyperrealität. Die richtigen Beschwörungen erlauben Reisen in diese Taschendimensionen. Man kann aber auch zufällig hineinstürzen, durch das Wissen um die Träumenden, durch bloße Nähe. Ja. Was? Ich. Okay. Ein paar Brettspiele wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Oh Gott. Oh, was zum Teufel? Und während der Erziehung gab es keine Probleme? Ich frage nur, was steht da? PP1L4. Also. Wieder ein Zeitstempel. Hm. That timestamp might be of use. A pair of orbs. Weird. Even from this photo, it feels like they're watching me. Sieht aus wie eine Zeichnung, nicht wie ein Foto. So, okay. Was haben wir hier noch für ein Zettelchen? Hm. Fear and Dread. Ach, die Monde. Die Monde. Furcht und Schrecken. Auf dem Mars gibt es keine Sonnenfinsternisse. Phobos und Deimos sind viel zu klein. Totale Mondfinsternisse von Phobos lassen sich allerdings fast in jeder Nacht beobachten. Diese schrecklichen Geschwister verhalten sich nicht wie unser Mond. Der flinke Phobos geht im Westen auf und im Osten unter, um nur 11 Stunden später erneut aufzugehen. Deimos geht was gemächlicher im Osten auf. Da beide Monde rotiert gebunden sind, ist auf dem Mars immer dieselbe Seite zu sehen. Sie schauen niemals weg. Sie starren uns unverwandt an. Phobos pirscht sich an den Mars an. Er verringert langsam seine Umlaufbahn. Eines Tages wird er auf dem roten Planeten einschlagen. Es gibt Hinweise, dass der Mars irgendwann deutlich mehr Monde hatte, die alle dasselbe Schicksal ereilte, indem sie sich selbst zerstörten. Hm. Niemals weggucken erinnert mich an diese Viecher, die wir mal angucken müssen. Touchstone. Objekt anbringen. 3 Fotos, 1 klemmt noch irgendwo. Objekt anbringen, Objekt anbringen, Objekt anbringen. Oh, okay. Coole Zeichnung, ne? Increase.
es hier noch schauen? No glowing symbols on these tablets. Hier auch. Aber hier. Rilu Kardashian. Aber wo sind die Glühen? Oh! Ich hasse es. Oh. Oh. That book. Was? I know that book. Welches Buch? Mom was very protective of it. Welches Buch? Ich wollte gerade meine Gänsehaut zeigen und auf einmal welches the book? Das da. Das da. Das da. Very protective about it. Aber welches Buch? Das sind Geräusche. Dahinter ist nichts. Hier sind noch mehr Bücher, aber alle falsch rum drin. Okay. Haben wir es gehört? Looks like something stuck here. Okay. Von der anderen Seite komme ich noch nicht rein. Okay, wir müssen irgendwie den Strom ausmachen. Ich weiß auch noch nicht wie. Felt like my brain was melting. Those symbols were similar to the ones at the altar. Das ist nichts. Irgendwo ist eine Tür zugegangen. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was wir machen müssen gerade. Die Symbole sehen aus wie am Altar, aber die am Altar tun mir nicht weh, wenn ich hier rangehe. Oder? Konzentration? Nein. Aber was mache ich mit denen? Wir können hier Symbole finden, das ist toll. Das bleibt jetzt rot. Ich bin unsicher. Hä, was müssen wir denn machen? Schauen. Ja, das kriegen wir doch eh nicht raus. Merkwürdig. Okay, wir können hier ganz tolle Symbole machen. One of the tablets started glowing when I neared the altar. I suspect the blank ones are missing something. Ja, ja, tatsächlich. Kulpelgith. Da oben ist das. Ne, ist ein G, ne? Ne, ist ein C und dann dieses komische Quadrat. Zuerst das C. Wenn ich zum C gehe. Passiert gar nichts. C, das da und wir brauchen noch eins. Noch ein Symbol. Eventuell, ich guck mal. Ein K und eine Pyramide. Oh, was soll ich hier herkriegen? Ein K und eine Pyramide. Die ist halt so dunkel und ich kann kein Licht anmachen. Das ist so. Das ist ja nicht sehr förderlich. Ein K und eine Pyramide. Ganz merkwürdig gerade. Ach, da ist das K. So. Nee, nicht weiß. Rot musst du werden. Cock. Oh, okay. Jetzt müsste. Da, wusste ich's doch. Coca. I can feel them vibrating behind my eyes. Coca. Coca,
Cola. Refreshing. That thing doesn't look like it's gonna let go of the book. Okay, jetzt haben wir hier noch. Cooler. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Coole, coole. Hierfür brauchen wir Fotos, mehr Fotos. Wir haben noch nicht genug Fotos, glaube ich, Fotos. Aber die anderen Symbole finden wir nicht mehr, ne? Also ich guck mal ganz kurz, ob ich ins Buch gucken kann. Ich glaube, das Ding, hat er schon gesagt, wird uns nicht lassen. Wir können... There must be a way to free it. I need to see what's inside. Ja, aber wie, mein Freund, wie? Wir müssen hier noch Symbole finden. Kulbelgeges... Haben wir hier aber nicht. Haben wir hier vielleicht irgendwelche Symbole? Weil die finden wir jetzt nicht drüben auf den Möbeln, ne? Das sind jetzt mehr Symbole. Das sind welche, aber... One of the tablets started glowing when I neared the altar. Cool, ne? Das muss irgendwo im Ganzen stehen. Wir müssen bestimmt nicht die einzelnen Buchstaben versuchen jetzt. Das muss ja irgendwo im Ganzen stehen. Ich will mehr Horror. Ich will weniger Rätsel gerade. Es dauert immer so lang. Oh, das C ist weg. Oh. Generell, die Dinger sind komplett weg. Oh, okay. Wo kriegen wir denn jetzt Coca-Cola? Something stuck here. Wenn wir da durchgucken. Das ist ja schön, da ist noch so ein Stein. Sieht aus wie Penen. Hier ist auch nichts, ne? Da sind noch Fotos, die brauchen wir bestimmt später. Ich kann mir ansonsten nur vorstellen, dass es eventuell mit dem Rätsel zu tun hat, aber ich glaube, das Rätsel können wir nur lösen, wenn wir das dritte Foto haben. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt irgendwo ein Objekt anbringe, hier, 1257, inspizieren. I don't even know what I'm looking at here. Maybe I should take note of that. 12, 57, 31. A pair of orbs. Weird. Even from this photo, it feels like they're watching me. Ja, zurück zum Inventar. Okay, da kann ich nichts damit anfangen. Objekt anbringen. 1, 2... Es fehlen halt die Zettel, ne? Eigentlich fehlen hier Zettel. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht fehlen noch weitere Zettel mit Zahlen, aber ich habe keine Ahnung. Lass reinbürgen. Ich... Achso, ich habe keine... Ja. Ich kann auch nicht gucken. Ich habe gar keine Hilfen, wie es weitergeht. Elf Stunden, aber sonst steht ja nichts. They never look over. They stare fixedly. Ah, da habe ich auch gerade drauf gestarrt auf die Dinger. Gibt es hier irgendwas, auf das ich starren kann? Wenn ich jetzt hier drauf starre, passiert nichts, ne? Das ist zu dunkel. Hier. Wie im Test in der Schule. Einfach auf ein weißes Blatt starren. Und hoffen, dass die Sachen von selbst passieren. Da ist nix. Sag mal, das ist ja aber da. Ein Laubföhn. Ich hab
ehrlich gesagt, ich bin momentan ein bisschen ratlos. Das ist alles toll. Wow, schöner Text. Sehr romantisch geschrieben auch. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, was wir machen sollen. Hallo, Mutti? Mutti, kommst du kurz runter? Ich brauche deine Hilfe. Mama? Huch. Oh, die Maus ist wieder weg. Ich wollte das doch ausschalten in dieser Folge. Ich weiß echt nicht, was ich gerade machen soll. Looks like something's stuck here. Ja, aber wie kriegen wir es weg? Books. Das sind mystische Symbole. Was bedeuten die wohl? Die Dinger sind weg. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt ansonsten noch ein bisschen rumprobieren. Ich weiß nicht, was soll es? Man on the Moon. Man ist durchgestrichen. Nothing. Code GR irgendwas? Walk on Moon. Trap. Okay, Zahlen. Objekt anbringen. Ich weiß aber nicht, welche Objekte. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe hier gerade konzentriert rum. Fällt bestimmt nicht auf, dass ich keine Ahnung habe, oder? Aber nicht vergessen, es ist ja ein Rätselspiel, dafür sind sie ja da. Man soll ja rätseln, man soll es nicht sofort wissen. Man soll ja rätseln, deswegen ist es ein Rätselspiel. Ja. Ich würde jetzt noch ein bisschen rumrätseln, vielleicht ein bisschen offscreen. www.komplettlösungen.de. Nein, ich würde offscreen rumrätseln, aber... Looks like something's stuck here. Dann spule ich lieber ein bisschen vor, bevor ich jetzt irgendwie eine ganze Folge lang nur rumlaufe, wobei wir haben ja schon ein bisschen was gemacht. Aber momentan... Ach. Ach so! Da kann ich ja lange rätseln. Cool. Na? Ach, das haben wir dabei. Hä? Wir haben in unserer Vision nicht mehr den Raumanzug an? Da lief irgendwas vorbei. Natürlich. Wir haben in der Vision keinen Raumanzug. Ah, okay. Cool. Noch ein Foto. Okay, das sieht echt cool aus. It's that thing in the greenhouse. Es ist sogar das Bild vom Greenhouse. Wie kannst du denn von da ein Foto geben? Wie kannst du denn von da ein Foto geben? Aber wir sind ja sowieso gerade eben in einer Vision. Darkroom, natürlich. Immer noch. Schon wieder. Strom ausschalten geht hier nicht, ne? Also geht auf keinen Fall. Ich glaube, Strom ausschalten können wir hier leider nicht. So. Ich wollte den Hauptstromkreislauf nicht unterbrechen. Was war denn hier? Time is not linear, is it? Zeit ist nicht linear, oder doch? Vielleicht ist Zeit ja eine von riesigen Fingern angestupste Petrischale. Und wir sind die Bakterien. Sind wir das? Ich sehe weiter Dinge außerhalb meiner Zeit. Das erschwert das Familienleben. Ich habe mich hier unten eingesperrt. Mit Fotopapier und Chemikalien kann ich meine Visionen sichtbar machen. Ich kann sie projizieren. Ich sehe ein Raumschiff mit Kurs auf den roten Planeten. Da ist das Raumschiff. Das sieht ein bisschen aus wie das Spielzeugraumschiff, mit dem wir rumgespielt haben. It's the Cyrano. Es ist die Cyrano, okay. Are those people flying out of the ship? Eventuell. It's the Manticore logo. It definitely looks like the Cyrano. Okay.
Wir finden 5 Fotos, müssen die nachher einfach nur in Reihenfolge bringen. Hey. Ist das eine gute Idee? Ich hasse den Affen schon jetzt. 5 Fotos. Und 1, 2, 3, 4, 5. Einfach nur in Reihenfolge bringen. Alles klar. Ich dachte, das hat was mit den Uhrzeiten zu tun. Also die Uhrzeiten sind schon wichtig. Ist das Foto weg? Es liegt jetzt auf dem Boden. So. It looks like some sort of doorway. Das Ding ist, das sind alles Bilder, die wir hier im Spiel sehen werden. Bin ich fest von überzeugt, weil das Greenhouse dabei war. Das sind alles Dinge, die noch passieren werden. Die anderen. Foreshadowing. 1 ist wahrscheinlich die Rakete. 7 Uhr. So, inspizieren. Objekt anbringen. Mann, die Maus geht wieder raus. Ah. Dann 2 wäre die Rakete. Nicht die Rakete. 2 ist das Greenhouse. So. 3, das wird wahrscheinlich als nächstes passieren. 12:57. Der Eingang. Das wird als nächstes passieren. So. Kann es sein, dass unsere Mutter uns die Narben beigebracht hat? Dann das hier ist das nächste daraufhin. Und schließlich und endlich die beiden Monde sind das Ende unserer Reise. Um 13. These symbols, they're similar to the ones on the altar. Merkwürdig alles. Okay, müssen wir da drauf starren. Aber da waren auch gerade die Symbole. Ich hab's doch gesehen. Sag mir nicht, ich muss sie jetzt irgendwo finden. Mama, bist du stolz auf mich? Dann würde ich sagen, wir wissen ja, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao und V. Bis zur nächsten Folge.